so ungefähr wieder, was wir so ungefähr gebrauchen können. Erst, da gibt es ja noch so einiges, was wir jetzt. So. Da haben wir noch nicht geöffnet. Zack, 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 eben schnell durch kann. Okay, 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 okay. Zack, 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 wir schon wieder ein paar Rankings lang, so. Und nice. Aber schon wieder so viel von denen, oder wie? Da. Nee, so. Der Rohstoff? Nee. Ja, ich. Na, haben wir doch noch nicht so viele. Wir haben noch ein bisschen am Platz. Ein bisschen. Quest, altes Waffenlager. Ja, das können wir noch immer nicht fertig machen. Uns fehlen ja noch zwei. Wo ich schon gehört habe, wo eins sein soll, aber da müssen wir noch mit der Story weitermachen. Und dann dürfen wir erst wieder dorthin. Also da will ich ja noch nicht so viel verraten. Sonnenfuhren, Jagdgebiete, Brutstätten. Brutstätten würde mich auch interessieren, was das genau ist. Schauen wir nur ganz kurz auf die Karte. Gibt es hier vielleicht irgendwie. Sieht man das von der Weite, dass da eine Ruine gibt? Nee, muss man so schauen, okay. Mich würde das wirklich interessieren, ob wir da irgendwo dann eine Ruine wiederfinden. Was ist denn das? Cool, Artikel. Okay, da haben wir wieder so. Aha, da man. Der Grabort, okay. Was haben wir da eigentlich? Okay, steht nur Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Mutterswacht. Aha, Mutterswacht. Jetzt vielleicht auch wieder mal die ein oder andere Mission geben. Könnte schon möglich sein. Könnte schon gut möglich sein, aber da haben wir auch wieder genug am Start. Was haben wir denn da? Zeigt nicht einmal mehr an, was das ist, oder wie? Zeigt nicht mal an. Scheiß auf mich. Dankeschön. Aber vielleicht irgendwie was in der Nähe. Okay, verdorbene Zone hätten wir in der Nähe. Panzerwanderareal. Haha, cool. Servus. Aha, okay, okay. Gibt's sowas, gibt's sowas, gibt's sowas. Langhäuser. Da haben wir ja schon alles abgeschlossen. Banditenlager. Aufträge, Jagdgebiete, Brutstätten. Ja, ich würde sagen, dann haben wir uns auf eine neue Nebenmission, die was wir halt so entdecken. Am besten gleich da in dem Ort. Weiß nicht wieso wir. Okay, vielleicht weil wir in der Luft waren. Ich glaube genau, weil wir in der Luft waren, konnten wir nicht eine Schnellreise machen. In dem Fall werden wir aber schon eine Schnellreise machen. Was ist jetzt? Da. In dem Fall machen wir jetzt aber schon eine Schnellreise. Und wir haben. Oh, wir haben sogar 23. Nice! Und wir sagen, auf geht's! Los! Nicht gespannt, was es dann für eine Mission gibt wieder am Start. Aber ich habe mir gedacht, nur für alle Fälle, weil ich habe Angst, dass wir nicht jede Quest kriegen, weil wir müssen ja die finden und so, dass ich vielleicht pro Örtchen vielleicht eins übrig lasse und so und vielleicht nach dem Spiel immer hinreite oder so, damit ich. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob man das nach dem Durchspielen noch weiter in Open World mäßig spielen kann oder so, oder ob man das so machen muss, oder ob man davor alles erreichen muss, wie bei Tomb Raider und dann erst dann Open World oder so, wer weiß. Ich weiß es leider noch nicht, wir sind noch nicht so weit, also müssen wir schauen, wie man jetzt ein. Wir haben jetzt zwei Nebenmissionen gemacht, jetzt machen wir noch weitere zwei und dann hätte ich gesagt, können wir ruhig mal wieder die Story angehen. Weil wir wollen ja unbedingt wissen, was das Projekt Simulton jetzt wirklich, was das auf sich hat, die Mutter und so alles drum und dran. Da wollen wir ja unbedingt wissen, was es damit jetzt sich alles so erstattet ist, wie das alles da so gemacht worden ist und wie das alles da noch so weitergeht. Aber das. Da müssen wir wirklich aufpassen. Also, wir sind natürlich jetzt eher ein bisschen stärker und so und haben uns da jetzt auch ein bisschen mehr ausgerüstet und so. Ich glaube, beim Gewand sollten wir ein bisschen noch besser drauf achten. Ich weiß nicht genau, ich müsste da nochmal schauen beim Gewand oder so. Da sollten wir schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr aufpassen und so. Aber sonst alles befein. Na dann, hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuer.
Ich weiß, was Sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsenjägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Okay, passt nice. Welches Teil wollt ihr? Ich stehe hier, naja, hat ja gerade erwähnt, aber wenn du es nicht checkt hast, die, ja, dann würden sie es sicher gerne noch wiederholen. Also was? Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Okay, steh hier. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karcher diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. So, ja, das ist genug. Tja, ein ja, wie kommt's euch? Erst. Mission geht schon, los. Zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist. Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ja, wieso nicht beides? Ich werde jetzt gehen. Beschäftigt. Warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Mittagsmahl. Können wir nicht einfach beides? Passt. Beides. Sammle. Achso, wir haben sogar das eine. Dann holen wir uns noch das andere am Start natürlich. Ich weiß nicht, wieso das mir... Okay, durch die Wand. Nice. Passt. Cool. Oh, da bin ich so. Oh, Siedlung verlassen von Meridian. Wir sind auf einen Tausender zugestoßen. Perfekt. Alles klar. Kosten ja immer so 1000 bis 1500 oder so. Oder 1600. Wer weiß denn schon, wie viel immer. So. Weil wir brauchen ja vielleicht ein besseres Gewand oder so. Oder vielleicht ist es sogar schon ein besseres Gewand. Wir haben ja uns da schon ein bisschen wieder drum kümmert und so. Trotzdem. Puh, der. Eine Gegner, der uns fast alles abzog. Wenn wir da nicht ein bisschen ausgewichen wären, dann wären wir sowieso weg gewesen. Wären wir sowieso komplett am Arsch gewesen, aber na gut. So, ich sammle währenddessen noch ein bisschen was ein und so und... Zack. Das Krokodil. Okidoki. So, Schwächen, alles klar. Das hier. So. Dann würde ich sagen, na, erster Fallen aufbauen. Außer Reichweite. Yes. Finde ich super, wie weit man das da machen kann. Aufspringen kann. So. Genau. Wenn da ein paar Fallen aufbauen. So, genau. Aber nur ein paar, genau. Eh nur, so ganz überlegt, weil wir einfach mal was anderes ausprobieren wollen. Zack. Ist das geil. So. Jetzt müssen wir halt auch nur schauen, dass wir da genau treffen und so, aber ist nicht zufällig. Ah, es muss genau das da unten sein. Da kommen sie.
Warte. Nice. So, ja, schieße ein bisschen, aber bin trotzdem noch in den Busch. Vielleicht kommt er jetzt rauf oder so, dann würde ich mir sogar noch leichter tun. Genau. Zack. Mist. Und zack. Das. Oh shit, ich bin gefangen. Ich bin gefangen, super. Aha. Und zack. Und zack. Na komm schon. Ein bisschen schneller. Ja. Yes. Machen wir das. Schneller. Yes. Und irgendwas da unten oder so. Oder da unten oder in die Fresse oder wo auch immer. Hauptsache, der kriegt, was er kriegen muss. So, hat beides abkriegt. So, einmal. Shit. Na warte. So, einmal. Zack. Und zack. Ui, da ist ein bisschen kalt. Uiuiuiui. Ein bisschen, aber nur. Aber nur ein bisschen. Und der untere Teil. So, genau. Und zack. Können wir das nicht irgendwie nochmal mitnehmen? So. Oh, wir haben so viel schon wieder. Aber wir müssen wieder zum Händler, oder wie anscheinend. So, Rohstoffe, geil, das sind Rohstoffe. Na boom. Ich würde sagen, tun wir mal da so ein bisschen was entfernen oder so. Ein paar Slots frei haben. So. Ich hoffe, jetzt können wir das mitnehmen. Haha! Und zack! Da machen wir noch ein bisschen was. Nice. Und voll machen alles. Dankeschön. Zack. Und zack. Ah. Wow. Wir haben nur noch. Ach, boah, jetzt habe ich mir gedacht, wir haben nur noch 600. Aber das linke, du Depp. Elektrischer Bogen war auch nicht schlecht. Wenn wir sogar gleich 4 hätten. Weil ja, das können wir weg, das könnte bleiben, das kommt weg. Und da kommt also Elektrizität oder Eis. Ja, nicht schlecht. Aber dann müssen wir wieder dieses Elementar da nehmen und so. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Nun müssen wir da jetzt dann schauen, wie wir da hochkommen oder so, wenn wir da jetzt so herumschwimmen und so. Ich hoffe, wir kommen dann wieder rauf. Aber ich glaube, das schaut eh schon so danach aus, wir könnten wieder vielleicht raufkraxeln. So vom Design natürlich. Ob das vielleicht geht? Yes. Oh! Nein! So, wir kommen nicht rauf. Nein! Und yes. Nein! Na gut, wir kommen, wir schaffen das. So. Ja, schon gut. Ich habe beide Teile. Ich hab euch beide Teile besorgt. Also, na Schatz. Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen. Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir keinen Schrotthandel betreiben, dass wir Klasse haben. Also der hat mehr Fantasie. Ein Metallhändler macht sich der Typ hat mehr Fantasie. Aber na gut, wir wollen nochmal die Sachen hier verkaufen. Und hip. Gib mir die. Servus, grüß dich. So, ich muss da mal ein bisschen was verkaufen. Zack. Aha. Gleich mal ein paar mehr hier. Dankeschön. Weiß nicht, ob er gleich. Oh, das ist eins. Zack. Ob er auch gleich mal Gewand. Wir müssen eh schauen, was für ein Gewand wir haben. Also, das ist gleich wieder mehr. So, genau. Perfekt. Zack. Zack, zippi, zacki, digi, zacki, hui. Ja, das sehe ich ja. Also, zack.
Objektenherstellung, ja, aber wir haben, brauchen die gar nicht. Das ist ja das, oder die meisten Sachen. Nicht, oh, das ist schon wieder so viel. Super! Sind wir wieder steinreich, oder was? Zack. Oh, schon wieder so viel. Yes. Und sonst... Wir haben ja viele Rechtchen am Start, nur so als Zufall. Brauche immer nur eins. Ist auch schade. Kann man da nicht gleich so instant? Nee, kann man nicht. Dass es gleich instant so voll macht, damit man dann noch einen schnelleren zack, 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 zack machen kann. Naja, immerhin machen wir ein paar Slots wieder frei. Und kriegen ein bisschen Fit Money. Sonst müssen wir halt schauen. Kaufen. Ich nehme an, es wird sicher keinen besseren Bogen geben. Den Rastler haben wir ja dann noch die Idee gehabt, dass wir das vielleicht machen. Ach so, okay, ja, wir haben uns das mit den Elementen auch. Okay, aber okay, ja, schützen die Trägerin vor Geschossangriffen, keine wahre Sachen, würde die Pfeilspitze nie entfernen. Schützerin schwer, metallüberzogene Brustplatte, schützt bei Nahangriffen. Ja, das mit den Nahangriffen, das brauchen wir nicht wirklich. Ist nicht so wichtig. Zack, dankeschön und wir sind auch schon wieder weg. Da redet gleich mal jeder gleichzeitig. Nice. Ja, wir sollten das auch mal da so ein bisschen. Achso. Kann man da nicht? Oder. Na, da ist es ja. Da ist es ja. Jetzt können wir es modifizieren. Fernangriffschutz. Boah, das hört sich mal sehr gut an. Fernangriffschutz ist sehr gut. Ist wirklich sehr gut. Fernangriff, Fernangriff, Schock, Fernangriff, Fernangriff, Nahangriff. Okay, also Feuerschutz, Eisen, Verderben, Tarnung. Tarnung! Tarnung, mein allseits geliebtes Tarnung. Das nehmen wir. So, dann haben wir da hier noch eine Nebenmission. Dann würde ich sagen, auch wieder zu unserer Story. Na, hoffen wir, dass die Story dort geil wird weiter. Bin schon gespannt. Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Du hast doch den Sonnenkönig gerettet. Du würdest helfen? Oh, es könnte zu spät sein. Egal. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Okay, was für Maschinen? Das Anwesen deines Vaters. Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Das Anwesen deines Vaters. Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich. Nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Mir ist das so scheißegal. Nee, ich gehe zum Anwesen. Wir bekundschaften das mal aus. Wie schaut die Lage dort aus? Und wir werden das schon herausfinden. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Na sicher. Oh, pass auf. Mal schon. Die Maschinen sind tödlich. Klar ja doch, kein Problem. Und zack, zack, zack. Die Maschinen sind das kleinste Problem, würde ich sagen. So, natürlich folgen wir jetzt GPS, aber GPS führt uns wenigstens raus. Das ist gut. Hin und wieder mal eine Rolle und so, dann hin und wieder mal eine Rutsche und so. Und hin und wieder sollten wir uns auch ein bisschen mal wieder heilen und so. So, zack. Und natürlich mit dem 1000. Jetzt haben wir bald schon 1500. Uiuiuiui. Da haben wir schon genug gesammelt. Servus, servus, servus. Ich hoffe, dass uns quasi auch die Nebenaktivitäten zu den anderen Nebenaktivitäten bringen, die anderen Nebenmissionen oder so. Oder ob man vielleicht dann quasi später das quasi so
irgendwie was kaufen kann oder sonst irgendwas, so damit man reden kann, damit man weiß, aha, neuer Bereich, alles freigeschaltet, dort ist noch eine Mission, dort ist noch eine Mission und dort ist noch eine Mission. Hotspatina. Okay. Aha. Dann mal. Ja, gar nicht mal so viel. Einmal. Sag mal. Und zack. Weg vom Fenster das erste Gerät. Und tschüss, Papa. So, den Dreck brauchen wir nicht mehr. Oh. Ja, ich bin in der Busch. Wie viel haben wir denn hier überhaupt in der Nähe? Okay. Ich muss da rein. Hm. Oh, da kommt eh schon. Super nice. Na, dann komm her. So. Jetzt brauchst du nicht erschrecken. Du Hübsche. Na, dann komm her. Und weg. So. Haben wir das auch erledigt. Und zack. Und komm her, mein Süße. Oh ja, lalala. Bist du so hübsch. Oh, lala. So. Oh, yes. Na komm her, mein Großer. Und zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Oh shit. Wow. Boah, da haben wir jetzt gar keinen Ton mehr gehabt, bitte. So will es der kleine Arsch hier. Wow. Nice, nice, nice. Na warte, da benutzen wir natürlich gleich mal. Oh, das wollte ich gerade benutzen. Wollte ich gerade benutzen, so ganz cool und so. Zack. Warte, zack. Und. Erstmal. Ja, das will ich auch gerne wissen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wegen dem Gerät dort. Was vielleicht da drin sein könnte oder so. Ja, sehr bewusst. Ja, das ist da drin. Können wir das aufmachen oder müssen wir darauf verklettern oder irgendwie, damit wir da reinkommen? Nope. Oh, doch. Doch, 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 doch. Eins. Zwei. Und wir sind drin. Haha. Okay. Ich glaube, da kommen dann noch welche oder sind sogar in der Nähe. Zack, zack. Aha. Das da haben wir sie. Ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Ja, das hast du ja eigentlich schon davor gewusst. Und jetzt weißt du es plötzlich wieder nicht mehr. Was geht mit dir ab? Okay. Vergiss mich ein bisschen, ha? Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern. Alle Bewohner zu töten. Nur kurz durchsuchen. Aha, okay, sonst macht's mal nichts bei dem. Und ja, müssen wir halt schauen, dass man da rauskommt. Genau. Innen auf. Aha. Von innen nach außen. Alles klar, dann wird schon irgendwie was Wichtiges gewesen sein. So. Sonst irgendwie, ja, dann schauen wir mal ins Haus vorbei. Schauen wir mal ins Haus vorbei, ob da vielleicht irgendwie. Hoppala. Vielleicht irgendwie was da sein könnte, so im Gebäude drin. Weil es haben sie quasi regelrecht bewacht da drin. So. Einmal. Yes. Oh ja, hier bin ich. Oh mein Gott, ist hier jemand? So. Sind ja nicht immer irgendwie herumschreien, lebt hier noch jemand oder so. Und öffnen. So. Hallo, Servus. Oh, danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich hab's auch nicht geglaubt. Meiner Meinung nach. Na schau, wenigstens ein kleines Happy End, obwohl da hin und wieder ein paar Leichen lagen. Da war ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hatte dein Vater Feinde? Oh nein, mein Bruder Ranaman. Erst kamen die Glücksspiele, dann Diebstahl, Erpressung. Er schwor Rache, als wir ihn rauswarfen. Es war Ranaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Diese falsche Schlange. Wir dürfen nicht... Was willst du tun, Schwester? Wie mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege. Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen... Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen.
Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Oh, nice. Bye, bye. Oh, ja, jetzt haben wir halt welche an der Backe. Dankeschön. Na dann, auf geht's. Kannst du kämpfen überhaupt? Das wäre auch irgendwie eine gute Frage, ob es kämpfen kann oder nicht. So, na warte. Oh, shit. Und weg. Oh, Mann. Yes. Und nochmal. Perfekt. Perfekt getroffen. Zack. Oh, shit. Yes. Wir nehmen uns den Präzisions... Arsch. Da mal daher und... Wow, bist du wahnsinnig, Alter. Das könnt ihr mir nicht alle antun hier. So, zack. Voller Trink hier. Wow. Puh. Hi. Hi, wie geht's dir so? Zack. Oh, Mann, Alter. Der Bogen ist ein Bruch, weißt, der braucht ein bisschen zu lang. So, das nehmen wir uns jetzt. Und geht schon. Zack, 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 zack. Na, was sagst du denn jetzt hier? Na, jetzt bist du mal ergangen, hä? Huh? Es geht noch ein bisschen flott, hä? Huh? Nice. Zack, zack, zack. Diese Waffe ist eine kleine Geheimwaffe hier. Kein neues. Bam. Ich die schon mal ergangen sind die jetzt. Ich glaube, die sollten wir uns öfters ausrüsten. Wenn die halt mal vorbeischauen oder so, oder andere Gegner, oder wenn die mal herumlegt. Auf alle Fälle. Ich weiß nicht, wieso er jetzt da so hingezeigt hat und so, aber ja, wir müssen ja mit dir reden, hallo. Oh, ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Dankeschön. Wahrscheinlich haben wir einfach wieder eine Kiste gekriegt, oder? Ja, eine Kiste. Ja, wow, das hilft mir sehr. Dankeschön. Nice. Und dann kommen wir rüber dann zur Story-Mission. Da müssen wir da rauf? Was ist denn da genau? Begib dich nach Sonnenfall. Alles klar. Quest. Na, machen wir jetzt mal nix. Inventar. Ja, noch die Kisten da, die netten. Zack, zack, zack. Genau, die unnötigen. So, und sonst haben wir da auch nicht wirklich was Wichtiges am Aha, okay. Nicht wirklich was Wichtiges am Start. Ich würde sagen, auf nach Sonnenfall. Na, da haben wir leider nur da. Okay, passt. Nichts Näheres ist jetzt auch nicht schlimm, weil es auch nicht dann zu weit entfernt ist mehr. Oder wir können uns ja auch ein Reit hier nehmen. Ich würde sagen, Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao!